Ab jetzt geben wir Gas. Bei Motorrad und Quad Hess, Ihr Fachhändler für Motorräder, Roller, Quads und ATVs. Mit einer Riesenauswahl zu Top-Preisen. In unserer Meisterwerkstatt erwartet Sie unser qualifiziertes Team bei allen Service- und Reparaturarbeiten. Motorrad und Quad Hess. Wir stehen mit unserem Namen für ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit. Kommen Sie vorbei. Max-Planck-Straße in St. Augustin. Was beim Fußball der Ball ist, ist beim Eishockey der Puck. Und um genau diese kleine Scheibe dreht es sich heute hier bei Rennsieg TV. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Eisdom in der Eissporthalle hier in Troisdorf. Und hier trainieren sie, die Kleinsten aus Troisdorf, die Bambinis. Im Alter zwischen 3 und 5 Jahren trainieren die Mädchen und die Jungs gemeinsam auf dem Eis. Bei mir zu Gast ist Christoph Jahns, er ist Manager und Spieler vom Eishockey-Club Dynamit hier in Troisdorf. Herr Jahns, neben der ersten und zweiten Mannschaft, die auch in der Regionalliga von NRW spielen, hat auch der Verein großen Zuwachs von den Kleinen. Mit wie vielen Jahren kann ich beginnen hier beim Eishockey? Bei uns kann man in der Eishockey-Laufschule ab Jahrgang 2000 oder jünger anfangen. Und wie ist da die Klassifizierung? Wie steigert sich das dann? Also man geht aus der Laufschule heraus zu den Bambinis, das sind unsere jüngsten Nachwuchsmannschaften. Dann geht man über die Kleinschüler, Knaben, Schüler, Jugend und Junioren und das ist dann die höchste Nachwuchsliga bei uns. Jetzt spielen Sie ja auch schon seit 26 Jahren, sagten Sie mir. Ungefähr. Wie ist es dazu gekommen? Wie haben Sie angefangen? Ja, ich bin damals mit meinem Vater spazieren gewesen und ich konnte ein Plakat nicht lesen. Er hat es mir vorgelesen. Eishockey kannte ich nicht, wollte unbedingt hin und war von Anfang an begeistert. Und wie die Kleinen hier in Troisdorf spielen, das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß dabei. Bambinis ist jetzt bei mir, der Dustin. Hallo Dustin, wie alt bist du, Dustin? 7. Und wie lange läufst du schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Und was findest du so toll am Eishockeysport? Weil da kann man so viele Tore machen und so. In welcher Position spielst du am liebsten? Verteidigung. Und letzte Frage noch, was ist dein Lieblingsverein? Troisdorf. Dankeschön. Manuel Wader ist Stürmer in der ersten Mannschaft in Dynamits. Man sieht im Fernsehen immer so diese Bodychecks. Erklären Sie mir ganz kurz und den Zuschauern von Rhein-Sieg TV, was ist ein Bodycheck? Also der Bodycheck ist eigentlich, wenn man versucht, mit seinem Körpereinsatz den Gegner zu stoppen oder auch von der Scheibe zu trennen. Und das wird dann als Bodycheck bezeichnet. Jetzt sieht das ja auch immer sehr gefährlich aus, knallt hier gegen die Bande. Wie gefährlich ist dieser Eissport eigentlich? Ja, es sieht immer ein bisschen gefährlich aus, weil auch eine gewisse Geschwindigkeit dabei ist, aber mit den Jahren weiß man eigentlich, wie man zu stehen hat oder auch wenn man einen Check bekommt, wie man sich abzudrehen hat und es passiert eigentlich nichts. Es ist mit viel Kraftakt ja auch verbunden, dieser Sport. Bezeichnet man es auch als Kampfsportart oder wo? Nein, Kampfsport überhaupt nicht. Also es steht ganz klar die Athletik im Vordergrund und klar gibt es einen gewissen Körperkontakt, der auch erlaubt ist. Und aber das ist nicht Sinn des Sports, sondern es geht eigentlich darum, Tore zu schießen und nicht um jemand weh zu tun oder. Da hört man auch schon im Hintergrund, es geht gleich los. Wir sind kurz vor dem Spiel gegen den Tabellenersten, gegen Dortmund. Eine letzte Frage noch. Diese Sportart hat ja eine Faszination für Sie. Welche ist das? Oder anders ausgedrückt, was bewegt Sie jede Woche, so eine schwere Montur anzuziehen, in eine kalte Eishalle zu gehen, um zu trainieren? Ja, erstens, wenn man sich bewegt und angezogen ist wie wir, ist es nicht so kalt. Und es ist einfach die Bewegung auf dem Eis ist was ganz Besonderes. Die Geschwindigkeit und auch, das macht einfach Spaß. Dann wünsche ich viel Glück und toi 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 jetzt gegen Dortmund. So, jetzt sind die Dynamits und die Dortmunder Elche Tabellenerster bereits auf dem Eis, um sich warm zu machen für das große Spiel. Herr Deske, Sie als Trainer der Dynamits, welche Chancen meinen Sie sich für dieses Spiel aus? Bei der letzten Begegnung leider verloren, heute Heimspiel, auch Heimsieg? Doch.
Dortmund ist Erster. Wir sind leider nicht so gut auf der Tabelle. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem Dortmund ein bisschen ärgern können und vielleicht doch eine Überraschung landen können. Das wäre natürlich optimal. Wo liegen die Stärken bei den Dynamits? Definitiv. Ich habe zwei sehr starke Torhüter, mit den stärksten in der Liga. Und zwei, drei sehr technisch sehr starke Stürmer. Und ich hoffe, dass wir dann taktisch auch ein bisschen gut stehen und dann da ein bisschen reißen können. Werden Sie an der Taktik heute noch etwas feilen oder steht die Strategie schon fest? Die steht seit dieser Woche fest und ich hoffe, dass die Jungs das alles umsetzen können. Denn ich schätze, es wird ein spannendes Spiel werden. Ich drücke die Daumen und wir natürlich auch, dass die Trostower heute einen Heimsieg nach Hause tragen können. Gründen kommen die Fans hier in die eiskalte Eissporthalle. Was begeistert Sie beim Eishockeysport? Das ist immer noch das schnelle Spiel. Ja, also ich bin ein Fan von den Eishockey-Trostorf Diamonds. Deswegen. Ich bin Torwartmama und das schon seit mehr als 15 Jahren. Und ich finde den Sport einfach toll. Fußball spielt jeder, Eishockey nur wenige. Es hat nicht sollen sein. Auch heute haben die Trostower leider nicht gewonnen. Ich verabschiede mich bei Ihnen, freue mich auf ein nächstes Wiedersehen hier bei Rhein-Sieg TV. Tschüss.